Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Episode meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Ja, zusammen mit meinem heutigen Gast wollen wir uns näher mit einer möglichen Folgeerkrankung von Diabetes beschäftigen und hier ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Ja, es geht nämlich um unsere Ohren und das Hören. Ja, zu Gast in meinem Podcast begrüße ich Jana Ritter von der Hörwelt hier in Engen. Herzlich willkommen, liebe Jana. Hallo Silvia und vielen Dank für die nette Einladung. Ja, gerne. So, dann vielen Dank, ja, dass ich dich heute hier auch begrüßen darf, ne, von meiner Seite. Und es freut mich echt sehr, dass wir heute zusammen über dieses wichtige Thema auch sprechen werden. Und ja, und dass du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch weißt, wer hier bei mir sitzt, möchte ich Jana gerne einmal vorstellen. Ja, Jana ist HNO-Arzthelferin. Also wer jetzt die Abkürzung nicht kennen sollte, HNO steht für Hals, Nasen, Ohren. Bin ich richtig, Jana, gell? Ja. So, und Jana, du bist der Hörakustikmeisterin, PET-Akustikerin, du bist ICP-zertifiziert sowie zertifizierte Terzo-Beraterin und bietest auch noch Tinnitus-Beratungen an. Was ich auch noch gefunden habe, du tust zudem Kunden mit Mittelohr- und Knochenimplantaten betreuen. Ja. Also Hörakustik ist für viele Menschen ja noch bekannt. Zu den anderen Fachbegriffen, da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert, ne? Weil es hat, ja, ich fand es sehr interessant, was sich hinter diesen Begriffen einfach ein bisschen versteckt. Ja, zu PET-Akustikerin möchte ich ergänzen, dass es hier um Hörakustik bei Kindern handelt. Und zwar schwerhörige oder fast ertaubte Kinder benötigen nämlich eine ganz besondere Form der Hörgeräteanpassung. Und diese Tätigkeit erfordert dadurch neben dem allgemeinen Fachwissen der Hörakustik im besonderen Maße auch Einfühlungsvermögen und Erfahrung im Umgang mit Kindern. Fand ich sehr, sehr spannend. Ja, die ICP-Zertifizierung beinhaltet diversen Gehörschutz mit dazugehörigen Gehörschutzmessungen. Ja, und Terzo ist ein speziell entwickeltes Gehörtraining, welches du, Jana, für Kunden anbietest und so das Hören mit den Hörgeräten mit den Kunden regelrecht trainieren kannst. Ja, ja, wir kennen uns ja, da ich bereits bei Hörtests ja schon dabei gewesen bin. Und ich selbst, ich höre leider fast zu viel und ich habe mir für meinen geruhsamen Schlaf und ein bisschen mehr Stille tatsächlich einen Gehörschutz gegönnt. Und dieser Gehörschutz, ich gebe ihn nicht mehr her, der ist sehr, sehr viel wert für mich. Ich gebe meinen auch nicht mehr her. Sehr gut. Ja, und eine weitere Info habe ich natürlich noch zu dir, Jana. Du bist selbstständig hier und Inhaberin der Hörwelt hier bei uns in Engen im Landkreis Konstanz. Und du hast also einige Mitarbeiter und bildest sogar in deinem Betrieb auch aus. Habe ich denn jetzt noch irgendwas nicht erwähnt oder vergessen? Dann darfst du das natürlich gerne ergänzen. Alles perfekt. Du hast vorhin noch als letzten Punkt die Tinnitusberatung genannt. Die Tinnitusberatung fällt eigentlich auch mit in die Terzo-Hörtherapie mit rein, weil man mit dem Terzo-Training auch die Tinnitus-Patienten sehr gut, ich nenne es jetzt mal, in den Griff wieder bekommt. Ach, wobei schön. Man auch unterscheiden muss in verschiedene Schweregrade. Man kann nicht jeden Tinnitus-Patienten mit Terzo behandeln oder heilen. Heilen kann man sowieso nicht. Aber das ist jetzt so ein Steckenpferd, was auch immer mehr wird. Das weißt du selber, Stressbelastung, jetzt gerade in Corona. Die Leute sitzen zu Hause, die können sich nicht entfalten. Da sind welche mit Existenzängsten. Das kann sich alles negativ auch auf diese Geschichte auswirken. Gibt viele, die in den Zeiten dann über Tinnitus klagen. Und die können wir mit solchen Sachen relativ gut auffangen. Ja, super Möglichkeit, hervorragend, ja. Ja. Ja, und jetzt heute zu unserem Thema natürlich Diabetes, die Ohren mit den Diabetes. Ja, ich habe durch eine Fortbildung, habe ich mich mit dem Gehör etwas beschäftigt und in einem Telefonat mit dir, Jana, hast du natürlich dann auch das Thema Diabetes auch mit mir angesprochen, weil ich mich dafür natürlich interessiert habe. Und das fand ich wirklich interessant, weil ich da selber gar nicht dran gedacht habe, dass die Ohren natürlich auch betroffen sein könnten.
und hatte eben auch das Gefühl, dass auch viele Diabetiker oder einfach auch Menschen mit erhöhten Blutzuckerwerten gar nicht daran denken, an die Ohren. Also an die Augen, das ist immer so, ja, da ja, aber die Ohren, die geraten immer so ein bisschen in Vergessenheit. Und ja, da bin ich gespannt. Komischerweise. Ja. Ja, weil bei den Augen wirst du immer darauf hingewiesen, wenn du Diabetiker bist, denken sie an das Risiko des grauen Stars. Ne? Das ist ja diese Geschichte. Das mit den Ohren erwähnt komischerweise niemand, obwohl wir das schon, ich sage jetzt mal, mit der Muttermilch einsaugen in der Akademie, also sprich in der Lehrlingsausbildung in Lübeck, das ist unsere Berufsschule, gehört also zur Erstanamnese auch die Frage nach Stoffwechselerkrankungen dazu. Das heißt, wenn wir Neukunden haben, Kunden, die wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, was für Vorerkrankungen sind, wird halt in der Anamnese auch immer mitgefragt, gibt es Medikation, gibt es Vorerkrankungen? Und da gehört die Diabetes mit dazu, ist ein fester Bestandteil, weil, das wissen wir selber, wenn jemand Zucker hat, hat er automatisch natürlich auch Blutdruckschwankungen oder kann Blutdruckschwankungen haben. Mhm. Und diese Blutdruckschwankungen wiederum äußern sich dann so, dass die Haargefäße im Innenohr nicht mehr richtig durchblutet werden. Und die Folge daraus wäre dann eine Innenohrschwerhörigkeit. Ah, okay. Das ist also wirklich die Schwerhörigkeit ist tatsächlich dann in dem Falle eine der Folgeerkrankungen. Ja. Und kann man da im Vorfeld denn schon was machen? Kann man das untersuchen lassen oder merken das denn die Patienten? Ich meine, wenn sie es merken, ist es ja dann meistens schon zu spät, oder? Meistens. Also untersuchen in dem Sinne, für mich wäre es jetzt natürlich schön, wenn man sagen würde, ich habe einen Diabetiker, der ist diagnostiziert und ich mache dann im Grunde genommen die Voruntersuchung. Ich schicke den zum Augenarzt und ich schicke den zum Akustiker oder zum Optiker oder wie auch immer und lass da einfach mal einen Status aufnehmen. Es heißt ja nicht, dass jeder Diabetiker gleich hört, geschädigt sein muss. Ja. Also das muss man natürlich auch so sehen. Aber mal ehrenhalber, die Altersdiabetes, das wissen wir selber, wann das einsetzt, wie alt die Leute sind. Und meistens ist das dann natürlich auch verbunden mit so einer Altersschwerhörigkeit. Ich mag zwar diesen Begriff Presbyakusis nicht, aber es ist eine Abnutzungsschwerhörigkeit, die sicherlich auch in Verbindung mit der Diabetes mit einhergeht. Das heißt, ich kann einfach präventiv einen Hörtest machen und meinen jetzigen Stand festhalten und dann einfach in absehbarer Zeit, in einem bestimmten Abstand, wieder einen Hörtest machen, um dann eventuelle Veränderungen zu sehen und festzuhalten. Genau, also ich habe einige Kunden, die halt merken, ich sitze am Fernseher und ich verstehe nicht mehr alles. Oder wenn ich jetzt mich zum Bridge oder zum Skat oder in meiner Frauenhockgruppe treffe, muss ich doch öfter mal nachfragen und ich möchte einfach mal wissen, wie steht's denn um mein Gehör? Ja. Dann wird natürlich eine Anamnese gemacht und dann werden wir auch hellhörig, wenn jemand sagt, ich bin Diabetiker oder ich habe Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion. Da gibt's ja verschiedene Sachen. Und dann können wir einen Status aufnehmen und dann sehen wir auch, ist denn überhaupt oder sind die Bedingungen erfüllt, irgendeine hörverbessernde Maßnahme durchzuführen? Oder ist es so, dass man sagt, wir haben jetzt einen Status, der spricht noch nicht für eine Hörgeräteversorgung, aber wir bleiben dran, wir messen weiter und dann macht man eigentlich so immer einmal im Jahr einen Hörstatus und dann sieht man auch, wenn Veränderungen auftreten, das weißt du selber, die Diabetes kann sich auch verändern. Ja. Es gibt Leute, die kommen jahrelang mit Tabletten klar, es gibt Leute, die kommen jahrelang mit Spritze klar. Bei manchen wird es mit der Tablette irgendwann nicht mehr reichen, der muss dann spritzen. Es gibt Leute, die haben irrsinnige Schwankungen in ihrem Blutzucker. Und die merken das dann auch teilweise, das wissen wir selber, dass dann abends so Hörermüdungserscheinungen auftreten können, weil abends halt der Zucker gerade wieder in den Keller geht oder wie auch immer, tageszeitenabhängig. Und da kann man dann wirklich eingreifen und kann dann wirklich sagen, wir haben jetzt einen Status, wir sehen, wie die Veränderungswerte sind und können dann gezielt wirklich mit einer Hörgeräteversorgung anfangen. Und dann ist es auch wichtig, wenn wir wissen, dass Schwankungen dabei sind, dass der Betroffene selber nachjustieren kann. Also das ist in der Anamnese für uns auch ganz, ganz wichtig zu sagen, wenn ein Diabetiker da ist mit Schwankungen im Zucker, dann muss das Hörgerät in der Lage sein, dass der Betroffene die Lautstärke selber nachjustieren kann. Weil also, wenn der jetzt zum Beispiel morgens einen guten Zucker hat, sage ich jetzt mal, alles ist super, dann kann das sein, dass die Einstellung passt. Aber wenn der jetzt gegen Abend hin einfach runtergeht, in den Keller geht, Durchblutung wird schlechter, Hörermüdung setzt ein, dass er dann in der Lage ist, selber noch die Verstärkung nachzujustieren. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt,
Deswegen kläre mir das auch ab und fragen, gibt es da Schwankungen? Schwankt der Zucker? Schwankt die Diabetes? Sind Blutdruckschwankungen da? Manchmal nehmen die ja dann auch ihre Mittelchen, dass sie das so ein bisschen in den Griff kriegen. Und danach muss man dann auch das geeignete Hörgerät aussuchen. Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Also gerade eben, wenn die Blutzuckerschwankungen sind. Ja. Also ich kenne, glaube ich, keinen Diabetiker, der es den ganzen Tag gleich hat, sondern dass wirklich da auch dann eine Anpassung erfolgt. Und super, wenn er es dann auch selber machen kann, wenn er eben mit einem Hörgerät auch versorgt ist, dass es eben auch das passende Gerät für ihn ist. Und ich denke auch, der eine oder andere kommt mit kleineren Geräten klar, mit größeren Geräten, dass er es dann eben auch einstellen kann in dem Sinne. Ich meine, im Zeitalter von der Pumpe ist das jetzt natürlich schön, weil die Pumpe natürlich viel wegnimmt. Das ist einfach so. Also die Erfahrung machen wir auch, dass natürlich der Umgang mit dem Chip oder mit der Pumpe für die Leute vieles einfacher gemacht hat. Ja, und dann ist es natürlich auch so, die können sich ganz anders einschätzen und können natürlich auch ganz anders dann mit ihrer Diabetes umgehen. Dann ist natürlich für uns auch einfach mit dem Hörgerät. Aber wenn ich halt immer noch den klassischen Diabetiker habe, der spritzt und dann schlägt er vielleicht doch mal über die Stränge, gibt es doch mal ein leckeres Stück Kuchen und dann habe ich halt so Sachen, dass ich eine mordsmäßige Schwankung drin habe, dann kann ich das halt nicht auffangen. Und das kann manchmal extrem viel sein, ne? Ja. Das heißt also im Endeffekt für unsere Hörerinnen und Hörer, dass die einfach mal, wenn sie hier einen Ist-Stand haben möchten, sich zum Hörtest melden, den Hörtest auf jeden Fall auch mal machen lassen, dass sie einfach ihren aktuellen Stand haben. Hörtest an sich geht, glaube ich, nicht so lange. Tut nicht weh, kostet nichts, wird also von jedem niedergelassenen Akustiker wirklich ohne Entgelt angeboten. Da nehmen wir uns nicht aus. Aber ich denke einfach, ab einem gewissen Alter sollte man überhaupt mal so, wie man auch seine Krebsvorsorgeuntersuchung macht. Das kennen wir auch als Frauen. Wir werden dann irgendwann aufgefordert in die Mammographie oder der Frauenarzt macht die Abstriche, die Männer machen ihre Prostatavorsorge. Und ich finde, da gehört dann auch so ein Hörstatus auch mit dazu, dass man einfach an einem gewissen Alter sagt, ich gehe mal zum Akustiker, der soll mal gucken, der kann das sehen und kann mich dann auch darauf vorbereiten, weil das ist ein schleichender Prozess, das wissen wir selber. Ich höre nicht heute gut und morgen früh stehe ich auf und merke, oh Gott, jetzt ist es schlecht, sondern das sind wirklich Prozesse, man sagt in der Akustik, mit Beendigung des 25. Lebensjahres geht das Hörvermögen wieder bergab. Boah, mit unabhängig, 25 schon. Yes, unabhängig, meine Güte. Ob ich Diabetiker bin oder ob ich an der Schilddrüse was habe oder ob mein Blutdruck schwankt. Aber das ist wirklich so und das ist ein Prozess, der ganz langsam schleichend geht. Deshalb merken die Leute das auch nicht in ihrem Alterungsprozess, wann jetzt wirklich dieser Moment eingesetzt hat, dass ich schlecht verstehe. Also es ist immer das interessant, wenn wir die Leute fragen, können sie ungefähr einen Zeitrahmen benennen, wann das angefangen hat mit dem Schlechtverstehen? Und dann sitzen die da und sagen, oh je, um Gottes Willen, ja, vielleicht so 2, 3 Jahre, 5 Jahre. Und da gibt es auch Statistiken. Da sind mal Untersuchungen gemacht worden vom Deutschen Grünen Kreuz. Das sind die so Gesundheitsstatistiken machen. Also es gibt mittlerweile nach den neuesten Zahlen in Deutschland bei 83 Millionen Bundesbürgern ungefähr 16 Millionen Schwerhörige. Von diesen 16 Millionen Schwerhörigen sind knappe 6 Millionen mit Hörgerät versorgt. Also du siehst, wie extrem noch die Ziffer ist der Unterversorgten. Ja. Und die Statistiken sagen, bevor ich mich mit meinem Hörverlust auseinandersetze, gehen 7 Jahre ins Land. Ja, die wollen es ja nicht wahrhaben, oder? Naja, da habe ich mich aber nur damit auseinandergesetzt. Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe mich nur damit auseinandergesetzt. Dann können nochmal 7 Jahre ins Land gehen, bis ich vielleicht mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt gehe oder mal so eine kostenlose Hörtestaktion auf irgendeinem Stadtfest mache oder wie auch immer. Und das sind dann schon mal 14 Jahre, die ins Land gegangen sind in der Zeit, wo ich mich enthört habe. Ich vergleiche das immer mit dem Leistungssportler. Stell dir vor, der Leistungssportler hört plötzlich auf, 14 Jahre lang nicht zu trainieren. Der wird dann die 100 Meter nicht mehr 9,8 Sekunden laufen. Und genauso ist unser Ohr. Unser Ohr ist ein wahnsinnig komplexes Leistungsorgan. Und wenn dieses Leistungsorgan keinen Input mehr bekommt, dann zieht sich das zurück. Der Hörnerv depriviert, so heißt das bei uns in der Fachsprache. Der Hörnerv bildet sich zurück und wir wissen, dass Nerven nicht wieder gezüchtet werden, beziehungsweise Nerven nicht wieder aktiviert werden können. Ja, ganz und wichtig, das ist halt dann auch das Problem. Wir wissen mittlerweile, es gibt ganz viele diverse Studien,
dass eine Hörstörung zu 35% auch eine Demenz begünstigen kann. Mhm. Also es ist dann wieder die Folge der Folge der Folge. Ja. Also Diabetes, Hörverlust, Demenz. Mhm. Und das ist so eine Sache, finde ich, das muss heutzutage nicht mehr sein. Ja, nee. Weil es gibt wirklich tolle Hörgeräte, die sehen nicht mehr Stützstrumpfhosen beige aus, die sehen auch nicht mehr aus wie eine Prothese. Es gibt Hörgeräte, die komplett im Ohr verschwinden. Wir haben mittlerweile Hörgeräte mit Akku. Es ist also nicht mehr die Frage dessen, oh Gott, jetzt sieht er, dass ich ein Hörgerät habe, jetzt bin ich alt und behindert. Definitiv nicht. Nein, es ist ja auch einfach eine Lebensqualitätverbesserung. Ja. Also das muss man einfach auch sagen. Also und auch sich einfach auch mal eingestehen, okay, das habe ich jetzt halt, aber das Schöne ist ja, ich kann was dagegen tun. Ja, es ist jetzt gerade in Corona, es ist immer so eine Sache. Corona ist ein Fluch und ein Segen, sage ich. Wir werden alle ein bisschen geerdet, wir kommen wieder ein bisschen back to basic, aber wir merken das jetzt gerade im schwerhörigen Bereich. Wir haben einmal den Mundschutz. Mhm. Der Mundschutz dämpft 60-70%. Mhm. Das ist nicht nur das eine, sondern wir haben den Sicherheitsabstand. Ja. Das heißt, Sicherheitsabstand 2 Meter. Nahbereich zum Hören sind maximal 1,5 Meter. Das heißt, wir wären mit dem Sicherheitsabstand schon aus unserem Nahbereich raus. Was bedeutet das für jemanden, der hörgeschädigt ist? Das heißt, er hat auf der einen Seite den Entfernungsverlust, auf der anderen Seite den Deutlichkeitsverlust durch die Maske. Und er sieht nicht, dass jemand spricht, oder? Du kannst das Mundbild nicht ablesen, ne? Funktioniert nicht. Und das sind so Sachen, die momentan diskutiert werden, heiß diskutiert werden. Was macht das mit einem Hörgeschädigten? Mhm. Ja, mal unabhängig, was für Vorerkrankungen sind, aber was macht das mit dem Hörgeschädigten? Weil durch die Sozialkontakte, die ja extrem gemindert sind, ist der ja darauf angewiesen, per Telefon, jetzt Zoom-Meeting, Skype, was es nicht alles gibt, zu kommunizieren. Mhm. Und dann merke mir auch, dass die Leute wirklich merken, die Einschränkungen sind da. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich dieses, da fehlt das gesellschaftliche Leben. Ne? Also ich gehe nicht mehr in Gruppen, ich habe keinen Rentnernachmittag. Das ist die andere Geschichte, die dann natürlich negativ mit reinschlägt. Fehlt, ja. Mhm. Ja, aber das muss man auch irgendwo mit berücksichtigen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man den Leuten das auch sagt. Also viele, viele Sachen, viele Bausteine, die da mit reinspielen. Diabetes, Demenz, ich verliere meine Sozialkontakte, ich verliere meine Kommunikationsfähigkeit. Hören verbindet. Ja, hören ist essentiell. Wie sehen? Frag mal jemanden, ob er lieber sein Augenlicht oder lieber sein Hörvermögen hergeben würde. Da wird keiner sagen, nee, ich will lieber nicht hören oder lieber nicht sehen, weil das zwei ganz wichtige Sachen sind. Elementar wichtig, ja. Ja, genau. Ah, super. Jana, so viele Informationen, so viel Wertvolles hier für die Hörerinnen und Hörer. Super, vielen Dank. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese vielen Informationen. Ja, und jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer noch. Wenn Sie Interesse haben, einfach mal einen Hörtest sicherheitshalber machen zu lassen, dann melde dich bei Jana beziehungsweise bei einem Hörakustiker in deiner Nähe. Oder du hast vielleicht auch schon mal festgestellt oder gedacht, na, da stimmt sowas nicht beim Hören oder es könnte tatsächlich besser sein mit dem Hören, dann melde dich und mach deinen Hörtest. Ja, wir haben gehört, es tut nicht weh. Jetzt auch in den Pandemiezeiten ist es möglich. Ihr habt auch, ihr steht für die Kunden parat. Mach deinen Termin, investiere die Zeit und es geht einfach um dein Gehör, ums Hören. Und da kann man einfach was machen. Ja, denn eben, und solltest du Fragen haben zu der heutigen Episode, schreib uns gerne in die Kommentare, sende uns eine WhatsApp-Nachricht oder eine Mail. Janas Kontaktdaten schreibe ich auch noch gerne mit in die Shownotes natürlich rein. Das, was ich bekomme, gebe ich natürlich auch gerne weiter oder wir beantworten das dann einfach mal irgendwann mal zusammen. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken und wünsche dir, Jana, noch einen schönen Abend. Danke, merci für die Einladung und toi 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 und ich wünsche euch viel Erfolg. Ich finde das eine ganz wertvolle Arbeit. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes – Was jetzt?